Das ist Casa de Marc Gebauer, meine lieben Freunde. Ja, die Adresse und die Ortung wird hier direkt eingeblendet, wenn ihr vorbeikommen möchtet. Aber die ist gepixelt, ne? 5 € wird freigeschaltet. Mal nur Spaß. So, wir gehen jetzt mal zu Marc Gebauer und ich freue mich auf die Schlossherren. Wenn ich sagen darf, Schlossherr, liegt es daran, das ist ja immens groß hier. Guck mal, man hat hier sogar so einen eigenen Aufgang. Guck mal, und da kommt der Mr. Nice Guy. Ja, wie geht's? Habe die Ehre. Ja, alles gut? Ja, sehr gut, mein lieber Marc. Du siehst wieder mal, siehst du? Mit dir mache ich gerne eine Sendung, allein ja, weil es schon optisch passt. Ja, diesmal jemand, der ordentlich angezogen ist. Ne? Du bist einer der wenigen, die noch auch vor der Kamera Anzüge tragen mit Krawatte. Warum nicht eigentlich? Was ist passiert? Warum sind die Leute falsch abgewogen? Ja, ich weiß auch nicht. Aber es wird wiederkommen. Meinst du? Ich glaube schon. Nur eine Frage, weil du ja auch wirklich immer einen Anzug hast. Ne? Ja. In deinen Stories, in deinen Tutorials, was du auch immer machst, immer Anzug. Ja. Gehst du auch mit einem Anzug schlafen? Nein, das nicht. Das nicht. Aber Schlafanzug habe ich. Ne? Also, der Klassiker, ne? Ja, genau. Da bin ich aber ein bisschen so eher so 20er, 30er Jahre. Immer so karierte Schlafhose und ein Shirt. Ja, so oldschool. Es gibt, wenn wir fliegen, dann kriegt man da immer so complimentary einen Schlafanzug von Emirates und der ist richtig gut. Kann ich mir nicht leisten. Ich fliege ja meistens Economy. Economy bei den Billy-Chartern. Ja, kennst du so Ryanair und so? Da musst du sogar für Pipi machen Geld zahlen. Nee. Siehst du? Frag mich, ich weiß alles. Das Schlimmste ist, du kaufst dir was zu essen, ein Baguette kostet 6 Euro, okay. Der Kaffee kostet 12 Euro. Und dann muss irgendwann raus, weil Kaffee und Baguette schlecht ist. Das ist ein gutes Geschäftskonzept, ne? Nicht schlecht, ne? Denk mit. Ja, denk. 9,90 Euro kostet der Flug. Mit Ach, egal. Wir schweifen vom Thema. Wo sind wir hier, mein Lieber? Das ist jetzt dein Schlösschen. Ja, genau. Wir sind hier in der Nähe von Düsseldorf. Das ist ein altes Herrenhaus und wurde gebaut 1667. Also es hat schon 1667? Also viele, krass. Viele Familien haben hier schon gelebt. Damals gehörte das der Kirche auch und wurde dann irgendwann aufgelöst. Und wir hatten das Glück, letztes Jahr im August hier einzuziehen. Und wir sind hier mit der Firma und auch privat. Ne? Und wir haben jetzt noch ein paar Umbaumaßnahmen, werden wir auch gleich sehen. Aber seit den ersten Videos, das vielleicht schon ein paar Leute gesehen haben, haben wir einige neue Sachen, die wir euch heute exklusiv zeigen können. Wow, exklusiv, habt ihr verstanden? So, das ist real exklusiv. Eine Frage. Was machen wir mit einem Handy, wenn man einen Anzug anhat? Was machst du eigentlich? Ja, in Brusttasche, also hier innen drin rein. Ja. Mich stört das ja immer. Ja, weißt du warum? Weil es so. Aber sieht man eigentlich nicht. Oder du kannst auch, je nachdem, wie lang das Sakko ist. Das mag ich. Das ist für mich absolutes No-Go. Handy in der Hosentasche. Je nachdem, wie lang das Sakko ist, dann sieht man es auch nicht. Ja, das stimmt. Ja? Noch geiler ist, du hast zwei Handys. Einer auf dicke Hose. Ja. Ey, dann bekommt das Wort, der sagt dicke Hose, eine andere Bedeutung. Ja, genau. Ne? Ja, ja. Ein Wortspiel. So, lieben meine Jungs. Entschuldigung. Ja, wir gehen rein und ich zeige euch mal, wie wir so unseren Alltag bestreiten. Ne? Sehr gerne. Und das ist jetzt, das wäre dann der Alarmknopf dann? Nee, das ist nur für die Alarmanlage hier. Ne? Wir haben ja überall. Funktioniert der? Ja, kannst du. Hey, das ist wie. Ich könnte das die ganze Zeit. Ja, kennt ihr das? Ding, ding. So wie ein Kiff. Also das ist schon eine klare Klang. Ja, mega. Ja. So, das ist deine Klingel quasi. Ja, genau. Wir haben noch eine andere, aber. Wollt ihr die auch mit, oder was? Ja, das ist so der Eingangsbereich. Hier haben wir unsere große Halle. Das ist noch nicht alles fertig, ne? Aber wir haben schon sehr, sehr viele Details untergebracht. Jedes einzelne Stück, was du hier siehst, hat eigentlich so eine spezielle Geschichte. Also wir haben hier, also das hier ist so ein Raumduft aus Italien, aus Florenz. Die älteste Apotheke, die es gibt, aus 1561. Das ist ein Raumdüfter. Mhm. Und die Plakette zum Beispiel ist Sterling Silber. Kleineren hattest du nicht. Nee. Meine Raumdüfter sind so im Vergleich, so klein. Und das Stäbchen ist so kurz. Ja. Nee, aber du weißt schon, es kommt nicht auf die Größe an, Marc. Ja, das ist richtig, aber du musst ja hier auch schon was wahrnehmen. Ne? Ja, das stimmt. Hier würde es, glaube ich, auch eher untergehen, weil da was ganz Kleines ist. Und das heißt wirklich, und das ist aus Italien? Genau. Und alles, also ne, die Aufmachung und so weiter, dass das aus Silber ist, das ist schon, muss man ja auch erstmal alles so finden und zusammenstellen. Ne? Wow. Genau wie hier diese so eine Tischuhr von Jaeger LeCoultre und solche Sachen, so dafür schlägt mein Herz.
Das erste Mal, als ich mit Uhren, ist ja auch eine Uhrenmarke, ja. In Berührung gekommen bin, konnte ich diesen Namen nicht aussprechen. Der ist so kompliziert, finde ich. Ja. Ich kann den heute immer noch nicht aussprechen. Also, wenn man es europäisch und jetzt nicht französisch ausspricht, Jaeger LeCoultre geht eigentlich schon. Okay, aber eigentlich? Jaeger LeCoultre. Das ist das Original? Mhm. Das ist genau wie mein Lieblingswort. Ihr kennt ja diese berühmte Champagnermarke. Alle sagen immer Moët. Ja. Heißt es ja aber nicht. Moët. Ja, aber wenn du es aussprichst, Moët, sagt jeder, was bist du denn für ein Assi? Genau. Dabei ist der immer sagt, ey Digi, ich gebe Moët aus. Ja, ist klar. Okay. Ja. Ja. Und dann, als wir eingezogen sind, hatte ich das Glück, eine Rolex-Einrichtung zu kaufen aus Italien. Und das hier ist alles von einem Konzessionär. Also original aus einem Geschäft, ein Tisch, hier wurden einige Sachen verkauft, Ladeneinrichtungen habe ich dann abkaufen können. Ne? Man muss ja kurz vielleicht hinzufügen, Marc Gebauer ist Marc Gebauer geworden wegen genau dem hier. Ja. Es hat ja alles mit Uhren angefangen. Richtig, ja. Diese Faszination mit Uhren, die begleitet dich permanent, ne? Ja, egal was du tust. Uhren, Parfum und so weiter, aber Uhren ist natürlich das Produkt, was wir so verkörpern und darum... Ja, musst du das hier auch einen Platz finden, ne? Darf ich? Ja. Nein, deine Hand. Ach so. Ja, Uhren trage ich nicht, nein. Nie, aus Sicherheitsgründen. Wir haben auch keine Uhren hier. Hä? Ne? Also, ne, Uhren nur für, wenn jetzt Videos sind und sowas, dann ziehe ich welche an, aber... Ja, aber ich dachte, privat trägst du auch trotzdem. Nein, niemals. Nein, niemals. Bei deiner Show zum Beispiel habe ich extra welche mitgebracht. Ja, genau. Normalerweise, ich habe nie Uhren. Ich trage auch nie Uhren. Ah. Ja. Wow. Du tust mir gerade leid, darf ich dir meine geben? Es so, war nur eine digitale, ich habe mir so eine Apple Watch gegönnt. Ist auch gut, aber ja, muss ich auch mal ausprobieren. Verkaufe ich dir richtig günstig. Alles gut. Ist aus Antalya. Ja, okay. Kostet 20 Euro. Apple-Logo ist falsch rum, aber egal. Das sieht ja eh keiner. So, und sowas, ich guck gerade, ne? Ist das quasi für dich nur so ein Andenken oder nutzt du das überhaupt? Ab und an drehen wir mal ein Video da und so, aber es gehört halt einfach zu mir. Ne? Und ich fand es gut, also ich fand es einfach cool. Die Liebe zum Detail, wenn man auch hier einfach mal steht, eigentlich steht hier nicht viel, aber es steht voll viel. Na, überleg mal, guck mal zum Beispiel hier, das kam letzte Woche, habe ich das. Also erstmal, alle Bilderrahmen und so weiter sind alle Vintage von Cartier. Das ist alles Sterling Silber. Und zum Beispiel so eine Box hier, die ist auch von Cartier. Sowas zu finden ist super, super schwer. Das kommt meist aus den 80ern. Und was kommt da rein? Nix, das ist einfach... Nur Deko? Ne, also ich stelle jetzt einfach nur dahin, ist jetzt ein Laserpointer für die Katzen drin. Aber sonst, ist einfach... Diese Dinger hier, sowas zu bekommen, ist Laserpointer. Das ist aber ein richtig teurer Laserpointer. Ja. Was kostet denn sowas eigentlich? So eine Box liegen so um die 2 bis 3.000 Euro. Wenn man sie denn findet. Ne? Also das ist einfach, ja, solche Sachen sind dann... Das meinte ich aber damit. Guck mal, wenn man sich umschaut, ist es alles relativ übersichtlich. Aber dann gibt es halt, das meine ich mit Details. Wie suchst du und findest du Details? Also ich meine, du gehst ja nicht überall selber hin, oder? Nö, also ich gucke halt auch, ich habe mein Händlernetzwerk und die wissen, dass ich solche Accessoires gerne habe. Gleich, wenn du sagst, dass hier nicht viel rumsteht, der überladene Part... Nein, ich finde es im Positiven. Nee, ich weiß, aber der über, also gleich, wenn wir in mein Büro gehen, so viel Zeug hast du noch nie gesehen an einem Fleck. Ja, und die Leute wissen, dass ich das sehr gerne habe und darum, ja, also bieten die mir das natürlich auch mal an. Ja, klar. Cool. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, ich bin fasziniert, ich bin fasziniert. Wie lange lebst du hier schon oder wie lange baust du hier schon um eigentlich? Also seit August. Seit August? Mhm. Sind wir jetzt hier. Wir haben einen neuen Boden reingemacht, das ist so Epoxidharz. Vorher war sowas Terrakotta-mäßig. Wir sind auch noch nicht fertig, zum Beispiel diese Goldsachen, da sind wir noch nicht. Da muss jetzt noch Blattgold aufgetragen werden. Malermeister Andi, ne, der kommt auch aus dem Norden. Ich hoffe, dass er bald wieder den Weg zu uns findet. Und ja, also es gibt immer noch was zu tun, ne? So, und das ist quasi dein offizielles Wohnzimmer. Hier chillt man dann. Ja, hier also, chillt ein Marc Gebauer. Chillt der überhaupt? Kann der überhaupt chillen? Nein, wir arbeiten ja jeden Tag eigentlich. Am Wochenende, klar, kann es mal sein, dass die Mitarbeiter nicht da sind, aber normalerweise sind wir jeden Tag im vollen Einsatz. Man muss, glaube ich, hinzufügen, wenn ich das richtig verstehe, weil ja auch immer hier Personen rumgeistern. Mhm. Ich glaube, du hast quasi, dieses Haus ist ja nicht nur zum Leben da, sondern auch zum Arbeiten, bewusst. Ne? Genau, wir sind so knapp 20 Leute und die schwirren dann auch hier immer rum. Ne? Was mir auch aufgefallen ist, wenn du
Natürlich aus Respekt vor der Privatsphäre filmen wir das ja nicht von draußen. Wenn du von draußen kommst, sieht man es nicht sofort. Mhm. Was mir aufgefallen ist, boah, sind hier viele Kameras. Ja, wir haben durchgehend Sicherheitspersonal Tag und Nacht, privat, und verstehen uns auch hier vor Ort mit der Polizei sehr, sehr gut und haben alles natürlich gut abgedeckt. Ne? Muss man das machen heutzutage? Es ist eine gute Frage. Ich sag so, wie es ist. Ich hab einfach das Maximale an Sicherheit aufgefahren, was es gibt. Man muss dazu sagen, die Person, die hier vorher gelebt hat, die ist aus dem Bankenbereich, war Vorstand von einer sehr, sehr großen Bank. Mhm. Und daher war das Security-Netz hier vor Ort schon gut. Okay. Wir haben es jetzt nur mal nochmal abgedatet. Und da gibt es wahnsinnig tolle Möglichkeiten, also für Kamerasysteme, dass das halt noch extern überwacht wird von Menschen. Mhm. Und da kann einem dann nachts nichts passieren. Mhm. Und der Kontakt, es gibt ja so Celebrities zum Beispiel in unserer schönen Stadt Hamburg, da weiß man sogar, wo die Person wohnt. Ja, ja. Dann steht, gibt es eine Person, die hat mir gerade im Interview. So, dann weiß man, da kann man hingehen und die steht da, irgendwann kommt sie runter, man winkt, man umarmt sie. Ja. Wäre das nichts für dich oder bist du eher so menschenscheu? Also ich verlasse das Haus eigentlich nie. Ich bin nur hier. Also es kann sein, dass ich ab und an mal nach Düsseldorf gehe, mhm. aber generell ist es so, dass ich schon eigentlich nur hier vor Ort bin und nie rausgehe. Das ist auch einfach so mein Wesen. Ne? Okay. Also ich gehe auch jetzt nicht essen oder so ein Kram. Ich bin immer hier. Wir haben auch eine Köchin hier und ich bin nur hier. Wir sind im offiziellen Büro von Marc Gebauer. Guck mal, der Witz ist, wie wohnt ein Marc Gebauer? Wir feiern unsere Premiere mit dir und dafür bin ich dir jetzt erstmal vom Herzen dankbar. Gerne, wirklich. Gerne. Das Lustige ist, bei dir kann ich ja noch nicht mal sagen, wie wohnt, sondern wie arbeitet, wie wohnt, wie isst. Ein Marc Gebauer, wie entspannt. Schauen wir uns auch noch gleich gemeinsam an. Wie entspannt sich ein Marc Gebauer? Ich wette, du sitzt in der Sauna mit dem Anzug. Das werden wir gleich sehen. Okay, ich habe Film im Kopf, Bilder im Kopf. Okay, ja. So, was haben wir denn hier Schönes? Also hier, das kennt man eigentlich aus den Stories auch. Das ist so dieser Raum, wo wir alle wichtigen Artikel untergebracht haben. Das ist die zweite Hier machst du auch quasi deine Streamings. Alles, richtig? Genau. In diese Richtung? In die Richtung, genau. Und da sieht man das alles. Und hier haben wir über die Jahre halt sehr, sehr besondere Stücke zusammengetragen. Natürlich, Parfum sticht einem erstmal ins Auge. Das ist so... Bist du eigentlich ein Parfum-Typ? Ich hoffe, ja. Wieso, stinkig? Nee, also hast du Interesse, macht dir das Spaß? Klar. Hast du viele Sachen zu Hause? Oder? Parfüms? Ja. Also ich habe 5 Lieblinge, ja. Die man unterschiedliche Jahreszeiten anpassen kann. Mhm. Und dann habe ich immer so einen 6., 7. so immer rotieren, mal unterschiedlich, worauf ich Bock habe. Okay. Aber ich habe so 5 Dinger, ja. Eher süßer oder? Nee, ich glaube, das ist ein Gefühl. Okay. Manchmal, ja, und manchmal will ich eher was Herberes, weißt du, so mit mehr Rauchnote quasi. Okay. Erzähle ich das richtig? Ja. Ich habe aufgepasst bei dir, wie du merkst. Ja. Ich habe ein bisschen zugehört. Eine Frage. Hoppala. Was hältst du? Dein Ernst? Wir haben gerade so ein Projekt mit der Köchin, darum, ich muss... Er hat seine Waage hier. Ja, ich muss ein bisschen abnehmen noch. Warte mal. Was wiegst du denn? Mit Schuhen und so weiter. Ja, ist egal. Wir gucken mal. Darf ich? Ja, mach. Wollen wir gucken? Du und ich aber, ne? Ich stimme, so. Das ist mein Traumgewicht. 86,5. Ja. Heißt, mit Klamotten abgezogen, 1,5 weniger. Ja. 85? Ja, ist cool. 85 ist mega. Du. Ja, ich wieg 93, doch, 93. Ah, jetzt für Apple. Nein, ich schwöre. Wirklich. Das sieht man null. Ja. Findet ihr, dass man da sieht, dass er 93 ist? Ich mein's ernst. Wie groß bist du, Marc? 1,90? 1,88. Okay, ich bin 1,85, 3 cm. Ach, krass, sieht man. Ich finde wirklich, sei mal froh, man sieht es nicht. Ja. Also, dass du sagst, weißt du? 85, wobei ich will bis 82 noch runter, aber schauen wir mal. Was sagst du dazu? Ob ich das schaffe. Es geht schon nach vorne, ne? Oh, riecht das gut. Ja, es gefällt nicht allen, ne? Das ist schon, da wir sind sehr experimentell. Das ist sehr orientalisch, ne? Eigentlich war er auch nordisch. Also... Können wir das rausschneiden, bitte? Guck mal, wenn du was... Ist das nordisch? Ja. Wenn du was... Sollen wir mal was original arabisch... Sollen wir was machen? Guck mal, ich nehme das immer... Meine Frau mag das gar nicht. Pass auf, wir machen mal was. Und zwar, wir machen etwas, was deine Frau nicht mag. Und zwar... Ich gehe dann mal. Also bist du manchmal so im arabischen Raum unterwegs? Ja, klar. Ja, okay. Ja. Dann wirst du es ja wahrscheinlich kennen. Und zwar... Oud. Originales... Liebe ich. Originales Oud. Und zwar... Und Oud ist scheiße.
Das ist sehr teuer. Warum ist Oud so teuer? Ja, das kommt immer auf die Älte des Baums an, je nachdem, wie alt der Baum ist. Ja. Machst du mir eine Shisha an? Ja, sowas in der Art. So, ich hole das jetzt nochmal gerade. Okay. Das Lustige ist, Leute, ich weiß wirklich gerade nicht, was passiert. Also das ist wirklich spontan, ja? Wir scripten ja nie. Ich bin ein großer Fan davon, dass man nicht alles scripten muss. Nein, wir haben jetzt hier einfach Feeling. Das, was die Araber so als Raumduft nehmen. Wir haben ja jetzt zum Beispiel solche Stäbchen, aber die verbrennen halt Oud. Und das hier ist jetzt, ja, das ist jetzt so, der Baum ist so knapp 80 Jahre alt gewesen. Und für die Leute, die sich nicht damit auskennen, wenn ein besonderer Pilz diesen Arganholz Baumstamm angreift, dann kann man es von außen nicht sehen und dann reichert sich so ein Öl an und das kann man verbrennen und das mögen halt die Araber sehr gerne. Ich mag es auch. Das legt man dann hier so drauf und dann tritt gleich das Öl innen drin aus, fängt so an zu blubbern und je älter der Baum ist, desto softer ist das Ganze und das ist dann halt der Raumduft. Ne? Das mache ich sehr gerne. Und deswegen ist das so teuer? Weil ja, je älter der Baum ist, genau. Wir haben zum Beispiel auch noch andere Hölzer, die sind so, da war der Baum über 100 Jahre alt und das kann man nicht züchten. Mhm. Die jüngeren sind dann günstiger und normalerweise, die 1A-Qualität nimmt man, die 1A-Qualität nimmt man zum Verbrennen und sag ich mal, die B-Ware, die kleineren Späne, daraus extrahiert man dann Öl. Und das, die kommen dann auch zum Beispiel in deine Parfüms, richtig? Auch unter anderem, aber wir haben es halt auch jetzt als Rohvariante. Ich weiß nicht. Warte mal, das ist reines Oud? Das ist jetzt reines Oudöl. Rein, 100%? 100%. Was kostet die Flasche? Sowas liegt jetzt so bei 4.000 Euro. Riech mal dran. Also ich glaube nicht, dass es dir gefallen wird, aber. Oh, schon. Das ist schon eine Ansage, ne? Das ist halt auf den ersten. So, willst du mal testen auf der Haut? Ja, geht das? Also kuhstallmäßig. Das muss ein bisschen verreiben. Aber du hast jetzt hier schon den softesten. Das ist schon wirklich das softeste. Jungs, ihr müsst mit mir nachher zurückfahren. Ihr wisst Bescheid. Ja. Also, wenn ich nachher rumstänkere im Auto. Das ist einer der besten, die ich habe. Das ist einer wirklich der besten. Aber das war. Das ist auch ein gutes Packaging, ne? Ja. Boah, schon. Das entwickelt sich, wird ganz soft. Und dann warte ich ein bisschen ab. Ja. Parfüms werden ja teurer aufgrund ihrer Bestandteile. Und viele, ich habe irgendwie das Gefühl, Oud ist ja so der klassische Aufhänger geworden. Ne? Also jede bekannte Marke nimmt das mit rein, so als mit rein. Aufhänger. Aber seien wir doch mal real, Hand auf Herz und gerne eine ehrliche Antwort, wie viel Prozent ist denn überhaupt Oud drin? Kann doch nicht sein, dass du für 100 Euro Oud kriegst. Bei manchen auch gar nichts. Also das ist so. Du meinst Fake? Ja, aber manche schreiben auch das einfach drauf und da, also es hat ja eine bestimmte, ob du das jetzt zum Beispiel synthetisch hinzufügst, dann kannst du ja trotzdem draufschreiben. Das originale Oud, wenn du jetzt 100% original, so riecht das. Kann es riechen. Es kann auch noch anders riechen, aber das ist 100% Oud. Wenn du jetzt andere Hersteller dir anschaust, das riecht ja null danach. Und darum muss man halt schauen. Ne? Aber es gibt auch viele Parfumhersteller, die das Ganze synthetisch mit reinmachen. Es hat einen leichten Menthol. Auch. Ja, ne? Ja. Okay. Ja, und das ist halt eine Leidenschaft. Ne? Und darüber hinaus gibt es so viele verschiedene Collectibles, die ich einfach über die Zeit ja auch so gesammelt habe. Ne? Was ist, also Parfüms? Ja. Ja, dann Basketball und so. Welche Geschichten stecken denn dahinter? Also, wenn wir mal das älteste Teil uns anschauen, aus 1850, das ist so eine Dose aus Gold, das ist handgefertigt. Ne? Die Arbeit hier ist wahnsinnig, ne? In der damaligen Zeit. Sowas hier wird man heute gar nicht mehr finden. Und das ist so das älteste Teil, was ich habe. Und darüber hinaus, es gibt übrigens was. Das ist auch nur eine Schatulle. Da ist nichts drin. Da ist jetzt nichts drin. Nee. Aber ich habe es gekauft, weil ich fand es so toll und wollte das halt hier hinzufügen. Und dann als nächstes, was man noch zeigen soll, das werdet ihr auch nirgendwo sehen. Nirgendwo ist hier vorne ein offizielles Rolex-Schild aus den Vereinigten Arabischen Emiraten aus den, ich glaube, 70er Jahren. Das ist original, also auf Arabisch. Der Rolex-Schriftzug ist auf Arabisch. Ach, wie geil ist das denn? Hast du das gekauft oder ja, gekauft? Aber bekommt man irgendwann sowas nicht nur geschenkt?
Also das ist eine, aus der Ladeneinrichtung gewesen, das gibt es normalerweise, es muss irgendein Konzessionär mal verkauft haben und so. Und aber ja. Den hast du bestimmt für einen Schnapper mitgenommen, nee, oder? Nee, sowas kostet auch 5.000 Euro, mindestens. Das habe ich gekauft 2020. Kam. Aber sag mir doch Bescheid, ich besorge dir alles, weil er günstiger. Nein. Weil er Original-Imitation. In Antalya laufen sie immer so rum und sagen, Abi, kauf eine Rolex bei mir. Sagst du, warum? Abi, das ist Original-Imitation, keine Fälschung. Okay, wow, ich bin gerade ein bisschen fasziniert. Dann haben wir halt auch noch solche, auch von Jaeger, ist auch so eine Standuhr haben wir. Was ist dein wertvollstes Stück? Das wertvollste auch Stück. Emotional vielleicht, weißt du, wo du sagst, ja, das ich sag mit Verlaub, ich würde alles weggeben, aber das nicht. Also für wahrscheinlich mich bedeutet, würde ich nichts weggeben, aber ja, theoretisch. Also für mich bedeutet hier oben diese Standuhr schon sehr, sehr viel. Das ist von Erwin Sattler, das ist eine deutsche Firma aus München. Mhm. Ich hatte zum Beginn meiner Karriere ein Video für die gedreht und das war so, dass ich einfach das Video gemacht habe und diese Standuhren sind alles in Handarbeit vor Ort und dann haben wir das fertig gedreht, hochgeladen und dann haben sie mir einfach ein Paket geschickt und der Mond ist, normalerweise habe ich mein Ehering, ist auch ein blauer Stein, Lapisstein, mhm, und sie haben den Mond als Lapis gemacht mit der Aufschrift und dem Logo. Das ist halt ein einzelnes Stück in meinem Namen und das ist schon mir sehr, sehr viel wert. Unbezahlbar. Ja. Weißt du was mehr? Das meinte ich mit, ich glaube, klar, alles kannst du mit Geld bemessen, aber es gibt irgendwie irgendwas immer, wo du sagst, das aber nicht. Und die Basketbälle sind nur so? Oder hast du mal Basketball gespielt? Nee, das war ist von Audemars Piguet. Das war für ein Kundenevent in Amerika. LeBron James hatte mal eine Kooperation mit Audemars Piguet und den gab es nur bei diesem Event im Jahre, glaube ich, 2010. Und den konnte ich dann auch mal, den habe ich wirklich günstig bekommen. Ist der Handsignier von ihm oder? Nee, das ist ein Druck, aber den habe ich damals wirklich günstig bekommen. Und okay, sonst halt. Günstig, warte, pass auf. Die Definition, was heißt günstig? Ich habe damals 800 Dollar dafür bezahlt. Das ist wirklich nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Und okay, heute liegt sowas bei 5.000, 6.000. Mach mal eBay an, schnell. Mach mal ein Foto. Ich muss den Ball immer recken. Jungs, ich gehe jetzt Basketball spielen. Und was ich ja cooler, das ist vielleicht die NBA, der NBA-Ball für Louis Vuitton. Ja. Louis Vuitton, NBA-Ball. Ist auch so eine Kollabo, ja, hatten die im letzten Jahr. Finde ich mega geil. Was ist für dich im Moment? Ja. Du machst ja viel mit deinem eigenen Namen. Mhm. Ja, wir werden ja gleich mal rausgehen. Man sieht immer deinen Schriftzug auf den Autos oder wie auch immer. Aber wenn wir es von außen betrachten, du als, ich habe ja vorhin gesagt, das ist der einzige Mann, den ich kenne, der Stil hat und Style hat, ja, und weiß auch, wie es funktioniert. Ja. Ja. Guter Stil, meine grundsätzliche Überzeugung, kann man sie nicht kaufen. Ja, man muss es passen. Ja. Ich finde ja immer zum Beispiel doof, dass Leute gerne zu viele Marken tragen. Ja. Offensichtlich finde ich nicht immer gut, persönlich. Ja, man kann die Marke mögen. Deswegen meine Frage an dich, unabhängig von allem, ja, von deinem Job, von deinem Auftritt, von dem, was du tust. Welches Label, welche Marke steht für dich für guten Stil? Loro Piana. Loro Piana ist für mich so im kommerziellen Bereich, dadurch, dass sie auch so vielfältig aufgestellt sind, die Marke, die am meisten Eleganz besitzt, sehr zurückhaltend ist. Die Modelle des Hauses sind unverändert seit Jahren. Wenn du das dir anschaust, die reichsten Menschen der Welt tragen diese Marke und es sieht nach nichts aus. Aber wenn man dann sich das genauer anschaut, die technische Raffinesse, Kunstmembran, unter Kaschmir gearbeitet, dass Wasser undurchlässig ist, ist Wahnsinn. Loro Piana ist die beste Marke. So, jetzt kaufe ich einen Anzug. Ja. Und wunderbare Details findet man hier, ich wollte schon, im Oval Office bei Marc Gebauer. Ja, was mir natürlich auch ins Auge gefallen ist oder ins Auge gestochen ist, ja, dein Golfset. Golfst du? Oder ist das, nein, null. Ich wusste das. Ich meine es ernst, ich wusste es. Ich habe mir gedacht, ey, weißt du warum? Warum? Weil ich dich noch nie in der Story habe sehen und ich gucke mir ja gerne wirklich, ich folge dir ja wirklich aus Überzeugung, weil du alles versuchst. Ja. Ich habe dich noch nie golfen sehen, deshalb dachte ich, ey, das ist 100% fake. Nee, das ist... Oder Geschenk halt, ne? Also Nick Faldo hatte damals eine Kooperation und da hat Audemars Piguet eine Uhr rausgebracht und unter anderem halt auch dieses Golfset. Du hast das geschenkt bekommen? Nee, das habe ich auch gekauft. War aber auch ein Schnapper. Was war denn der Schnapper? Ich glaube, ich habe für das gesamte Golfset so bezahlt 800 auch. Weißt du, was so ein Ding kostet? Nein. Ich meine,
Jetzt erkläre ich das mal. Ich will ja meine Platzreife machen. Ja. Hab mich ja mit dieser Materie ein bisschen beschäftigt. Ein gutes Set, wirklich ein gutes Set, liegst du locker bei 3.000 bis 4.000 Euro. Oh, okay, wow. Das heißt, du hast das Ding, ich gebe den Taui. Das steht hier gut, das steht hier gut. Wallah, ich gebe den Taui, warte mal. Anschreiben, oder? Kann ich kurze Anzahl, darf ich? Ja, klar. Das ist mega. Also, und warum machst du nicht die Platzreife? Ich will das ich hatte als Student mal angefangen damit, aber ich habe dann keine Zeit mehr gehabt. Ne? Hammer, weißt du das? Das ist der Pater, ne? So, dann machst du den hier. So, immer Winkel. Ich habe ja schon ein paar Stunden gemacht. Ja, okay. Ja, und daher, dann machst du den hier. Musst du mal gucken, ne? Ob der Rasen gerade ist und so. Mega, mega geil. Mega geil. Hammer. Nice. Dann. So, Jungs, ich lenke Marc Gebauer ab, ihr wisst Bescheid. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt in den Raum, der mir am wenigsten gefällt, wo ich auch am wenigsten Zeit verbringen werde. Nämlich gestern sind Geräte angekommen. Hat das was mit der Waage zu tun? Ja, da gehen wir jetzt rüber. Ja, so sieht es auch im Hintergrund aus. Dieses wunderbare Häuschen. Wie viel Quadratmeter hast du hier, Marc? Knapp 600. 600? Fläche, ja. So, und hier, das ist quasi die zukünftige Erlebnisoase. Ja, also wir haben alles rausgenommen erstmal. Also hier gibt es einen Brunnen, ne? Wird alles schön mit Rasen gemacht. Wir müssen nur warten, bis das Wetter ein bisschen besser wird. Und jetzt gehen wir mal hier rüber. Der April macht, was er will. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Stimmt, wir haben März. Hab ich gerade selber gecheckt. Wie viel Quadratmeter hast du dann hier? Das sind so knapp 3000. Und das wird so alles richtig grün? Genau, das wird alles Rasen. Hier haben wir noch, hier unter der Abdeckung ist noch ein Pool. Da ist ein Pool? Ja. Und, okay. Und da drüben kommt noch ein Teich hin. Gestern hat meine Schwester... Achtung. Das hier bekommen. Merkt ihr, wie er gerade atmet? Man merkt, er freut sich drauf. Ja, die Sache ist... Bitte. Erklär mal die Sache. Ich muss halt das auch jetzt nutzen dann. Ne? Kannst du dir vorstellen, wie ich jetzt hier auf dem Stepper bin? Oder hier den hier mache, weißt du? Oha, wer war denn hier vorher? Wahrscheinlich deine Schwester. Wahrscheinlich deine Schwester. Ja, und hier haben wir jetzt so einen kleinen Gym reingebaut. Wenigstens eine Person hat Muckis, ne? Nein, war nur Sport. Machst du Sport? Ja, gelegentlich eigentlich. Guck mal, jetzt zieht er durch. Ne? Zack, zack. Weißt du, was meine Lieblingsübung ist? Klimmzüge, ne? Soll ich dir mal machen, aber ich komme da oben gar nicht an. Das ist deine Lieblings... Ich mag euch voll, aber ich schaffe gerade mal einen halben. Ah, okay. aber ich wollte jetzt einen auf dicke Hose machen. Ja. Aber mit dem Anzug da oben hinspringen wird schwer, Alter. Ja, ich glaube, du musst jetzt schon zeigen, was du kannst. Ne? Reden kann ja jeder. Aber wie kommen die anderen da hoch? Einfach dran springen. Da fehlt doch mit dem Anzug, ey. Komm mal so. Zack. Ja, Wahnsinn. Ja. Und das im Anzug, ne? Ja. War doch gar nicht mal so schlecht für meine erste Übung. Au. Nein, Mann. So, das heißt, hier trainieren wir bald. Ja. Ich komme dich regelmäßig besuchen. Mein Gym um die Ecke besuche ich nicht, aber für Marc Gebauer fahre ich gerne 400 Kilometer als Motivationsspritze. So, du hast hier noch nicht trainiert, oder? Na, es kam gestern an. Also heute Morgen hat der Trainer, auch die Sicherheit bei uns macht, abgesagt. Also von daher, wir waren für heute Morgen 8 Uhr verabredet und ich gucke so irgendwie drauf. Er sagt so, ja, sorry, heute schaffst du nicht wegen Kindern, bla bla. Ich sage, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und? Ja, wenn ich mich so bewege, es riecht das mega. Es gibt, ist schon Hammer. Power, ne? Riecht richtig angenehm. So, das heißt, du trainierst ja wahrscheinlich zukünftig nicht. Ja, genau. So viel steht fest. Und wenn du trainierst, ich habe nämlich eine lustige Story von dir gesehen. Ich habe die Annika gepostet. Ja. Du hattest Hanteln in der Hand mit dem Anzug. Ja, das ist... Ich glaube, so stell ich mir Marc Gebauer vor. Aber ist das nicht... Eigentlich ist das ja ein Kompliment, ne? Finde ich, dass man dich... immer nur noch in diesem Bild hat, weißt du, was ich meine? Ja, das kommuniziert auf jeden Fall was. Ja. Das ist immer halt irgendwie seriös und man hat halt eine Wertschätzung gegenüber demjenigen, ne? Weil man macht sich zurecht, Krawatte, Einstecktuch, das ist mehr Zeit, als nur einen Jogginganzug anzuziehen, ne? Ja, hast du das gehört, John? Hast du das gehört? Ja, ich versuche ja mein Team immer davon zu überzeugen, hört mal bitte auf Jogger anzuziehen. Ja. Jetzt gehen wir zu einem Bereich, der hat auch etwas mit Entspannung zu tun, nicht so wie hier, sondern anders. Und da können wir auch mal rübergehen. So, wenn ich jetzt nach links gucke, sehe ich da ein Auto oder ein LKW? Was ist denn das? Wir haben so einen Dodge Ram umbauen lassen.
ist ein 3,5 Tonner, auch als LKW-Zulassung. Und den haben wir als Winterauto. Fährst du damit wirklich? Ja, doch. Also im Winter ist der super sicher. Ich bin so auch schon ein paar Mal nach Hamburg damit übrigens gefahren. Du kannst nur so 120, 130 km/h fahren. Da kann dir auch niemand was. Ne? Und der verbraucht ungefähr 300 Liter auf 100 Meter, oder was? Emissionsarm mit Gas. Dein? Ja, ist auf Gas umgerichtet. Natürlich, ich bin doch, hör mal, wir sind ein CO2-neutrales Unternehmen. Natürlich, natürlich, das geht mir doch durch den Kopf. Unsere Umwelt liegt mir doch am Herzen. Natürlich. Ist kein Spaß. Ich höre da irgendwie... Nein, guck mal, das ist wirklich so. Jeden Flug, den ich mache, zahle ich einen Ausgleich. Ist kein Spaß, ist wirklich so. So kann man sich auch sein Gewissen reinkaufen, ne? So sieht's aus. Ja. dieser ganze Umbau und das ganze Drumherum, was hat das gekostet? Ich kann es dir tatsächlich so teuer, nicht mehr oder? So sagen. Das Auto kommt aus Amerika und das ist auch alles nicht so, wenn das umgebaut wird mit der Elektronik, könnt ihr euch schon vorstellen, da ist schon einiges reingeflossen. Ja, ne? Aber für den Winter super sicher, super Auto. Und das Lustige ist ja, das können wir gleich mal im Detail zeigen, vorne schön mit deinem Wappen. Genau, ja. Finde ich geil. Extra Anfertigung, oder? Ja, richtig. Mega. Mir ist gerade das Kennzeichen aufgefallen. Okay, MG ist klar, aber 5402 hat das auch eine Bedeutung? Weil die hat ja irgendwie jedes Detail eine Bedeutung. Ja, also sehen wir auch gleich bei dem anderen Auto. Das ist die erste Royal Oak gewesen. Die erste Startsportuhr, die es jemals gab, das war die 5402 als Referenz. Okay, weil ich hätte ja auch gerne, wenn ich mein Kennzeichen habe, ja, versuche ich auch die 5-4 zu bekommen wegen meinem Geburtstag. Ah. Bekomme ich nicht, weil die so oft immer weg ist. Okay. Wahrscheinlich haben alle die Royal Oak oder so. Kann auch sein. Kann sein, ne? So, jetzt gehen wir hier links rein. Ja. So, und zwar hier. So. Der Typ hat sich ein Spa einbauen lassen mit einem Bildschirm. Ja. Und der sagt, ich würde es gar nicht, ich mache das gar nicht. Also ich würde hier gar nicht rausgehen, würde nur noch meinen Laptop rechts von mir, weißt du, und dann Smartphone links und dann würde ich sogar von hier nur noch arbeiten. Ja, genau, und hier, das nutzen wir auch so ein bisschen als Drehlocation, wenn wir halt mit Parfum und sowas machen, dann haben wir hier halt die Möglichkeit, so eine Art Urwald dann zu rekreieren, auch mit hier den Sachen, aber genau, hier haben wir noch Sauna. Und da ist die Sauna? Ja. Und das ist so der... Als wir eingezogen sind, war das schon drin teilweise. Wir haben es halt alles moderner gemacht. Und das war auch so ein Projekt von unserem guten Andi. Der hatte hier uns schon sehr weitergeholfen. Also es hält sich wirklich in Grenzen. Okay. In Grenzen ist dann... Ich kann es dir beim besten Willen nicht mehr sagen. Millionen bestimmt. Nein, Mann, nein, natürlich. Niemals. Ach, hör auf. Natürlich. Guck mal. Ich weiß es doch. Nein, ich in Lire meine ich. Also ich bin in immer, Drachmen. Nein. Ich gucke auch schon immer aufs Geld. Ne? Machst du das? Ja, 100%. Natürlich. Ja, keine Ahnung. Ich habe mir die Sachen hier selber erarbeitet. Ne? Und ja, das ist mir schon klar. Ich glaube sogar, dass jeder deiner Follower und auch unsere Zuschauer, ich glaube, man weiß es, wenn man dir folgt, dass du das ja alles selber gemacht hast, ist ja klar. Aber dann denke ich so, irgendwann kommt man vielleicht auch zu diesem Wohlstand, wo man sagt, ah Mann, was kostet die Rolex? Naja, du musst halt schon vernünftige Geschäftspartner finden, alles gut, aber ich habe auch keine Lust, jetzt zu viel zu bezahlen. Ne? Das muss schon alles sein, jeder soll sein Geld bekommen, alles gut. Ne? Ich möchte nichts geschenkt haben oder auch in Kooperation, jeder soll sein Geld bekommen, aber zu verschenken habe ich nichts. Ne? Ja. So, ich glaube, wir sollten mal rausgehen, oder? Es ist ein bisschen dunkel, ne? Oder? Ist ein bisschen dunkel, ja. Nur mal eine kurze. So, komm, mein Lieblingsraum kommt jetzt, der ist nebenan, Leute. Hier, meinst du in der Garage? Ja. Da bist du so autoaffin? Ich? Ja? Ja, Hauptsache geile, dicke Schlitten, klar. Okay. Das hier war das erste Auto, was ich mir nach der Selbstständigkeit geholt habe. Mhm. Das hatten wir jetzt eine Zeit lang, war das nicht hier. Und jetzt habe ich es gerade wieder bekommen. Super Auto, ne? Am Ende. Kannst nichts falsch machen. Ja. Was hältst du von Elektro eigentlich? Gut. Der hat immer diesen geilen Untergrund. Wir haben letztens, war das nicht so, mit dem hier, mit unserem YouTuber hatten wir, Männer können nicht lügen. Ja. Das merkst du an dem Ton. Okay. So, und dieses gut. Die ist so, nein. Ja. Lass mal. Ja. Guck mal, es kommt jetzt ein Ferrari raus, 296 GTB. Ne? Der hat auch ein Elektromodul mit drin. Die Beschleunigung, die Performance ist unglaublich. Also von daher, der Hybrid ist gut. Was ist das für ein Porsche jetzt? GTS, 991.2, ist schon ein bisschen älter. Hm. Wie viel PS hatten wir eigentlich? Ich kann es dir wirklich nicht sagen. 400 oder 300, ich weiß es wirklich nicht. Echt? Keine Ahnung. Seltsam für ein Kennzeichen ohne MG? Der ist ja gerade wiedergekommen.
Ach so, okay. Hatten wir abgegeben. Ja, und sonst ein sehr guter Partner, Ferrari, mit denen machen wir auch oft Videos mal zusammen. Und das ist ein Auto für mich. Das ist ein Auto, vor allem, weil ich das ja auch in deiner Story, ich finde diese Farbkomposition mega. Entweder man mag es oder nicht. Ne? Ich finde es mega geil. Aber erinnert mich irgendwie an Batman. Ja. Ich weiß nicht warum. Aber jetzt Nummernschild. Ja, wahrscheinlich wieder eine Uhr mit 5711. Ja, Nautilus. Ach so. Die Nautilus, 5711. Die Uhr. Die Uhr? Ja, die Nautilus. Können wir es nochmal machen? Weil, können wir zurückspulen? Okay, okay. Das ist die Nautilus. Die Uhr, Mann. Das weiß doch jeder. Bah, ey. Ehrlich. Nein. Ja, Ferrari passt halt so zur Thematik, ne? Und wir haben immer, haben halt eine tolle Zeit, auch immer mit anderen YouTubern, wenn wir über Autos sprechen, ist immer eine gute Sache. Dann steht man hier und guckt auf sein Schloss. Ja, so dieser Blick ist ja ein wunderschöner Blick. Was denkst du eigentlich in so einem Moment? Ich denke, ich habe es geschafft? Ich kann dir sagen, was ich denke. Ich hoffe immer, dass es halt so weitergeht, ne? Ich habe, das Problem bei mir ist, dass zum Beispiel Sachen, die in der Vergangenheit liegen, die sehe ich gar nicht. Also ob wir jetzt ein YouTube-Video gemacht haben, was gut performt hat, ob wir ein erfolgreiches Geschäftsjahr haben, das ist ja Vergangenheit. Weißt du? Mhm. Und deswegen, du musst immer dranbleiben, du musst immer Gas geben. Und das, was vergangen ist, kann morgen kann alles anders sein. Mhm. Gerade in dieser Öffentlichkeitsthematik, du musst immer Gas geben. Und das hier alles erzeugt schon sehr, sehr viel Druck, was auch gut ist, damit man sich immer bewegt. Aber geschafft habe ich es noch lange nicht. Wann hat das der Marc Gebauer geschafft? Also, das kann ich dir auch sagen. Ich habe es geschafft, wenn wir jetzt in 10 Jahren, wenn ich in 10 Jahren oder so das Ganze mal abgeben kann. Also, du meinst die Verantwortung? Ja, also wir haben jetzt, wir fangen jetzt in Amerika dieses ganz, ganz zeitnah an. Und dann werde ich das da noch aufbauen. Und im arabischen Raum werden wir auch noch was machen. Aber dann auf lange Sicht denke ich, dass ich dann schon nach Afrika gehe und da halt ein bisschen mehr bleibe und da gefällt es mir sehr, sehr gut. Du willst nach Afrika? Ja, wir haben ja so Projekte mit Dr. Shahin und so und auf lange Sicht, ich fühle mich da sehr wohl. Da unten ist das Leben noch echt, du kriegst keine Briefe, weißt du? Und wenn ich das mal hier geschafft habe, alles zu etablieren, die Leute sollen das auch machen und die sollen auch da all ihr Geld verdienen und so weiter, aber irgendwann möchte ich mich schon dann zurückziehen. Ja, die gelben Briefe kenne ich. Ja. Das sind die schlimmsten Briefe, Digga. Solange sie nicht rot sind, ne? Naja, aber gelbe schon Kopfschmerzen ein bisschen. Ja. Das ist schön. Also wenn man hier hat man diese Ruhe. Ja. Hast du diese innere Ruhe? Schon. Wenn ich hier bin, wenn ich in der Stadt bin, nicht. Wenn ich im Auto sitze und dann auf der Kö oder so, boah, möchte ich nur noch weg. Hier fühle ich und mich wohl. Und weg ist hier? Ja. Ja. Hat dein Marktgeber auch mal Angst zu scheitern? Zu scheitern? Oder Druck? Schon, ja, klar. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit meinem Vater und da ging es darum, dadurch, dass wir jetzt ja dann wegziehen, es hat auch steuerliche Veränderungen und so und wir erhoffen uns ja schon, dass auch in Amerika das ganze Geschäft dann läuft. Das Problem ist, du setzt in dem Moment auf steigende Kurse, so gesehen, weil du weißt ja nicht, ob es läuft. Und ich blende das meistens aus, aber ich denke schon darüber nach, was ist wenn. Aber ich neige dazu, diese Sachen auszublenden. Was ist wenn? Ich finde, das ist die perfekte Überleitung mit was ist wenn. Damit sollten wir unsere Sendung gleich finalisieren. Denn wir haben hier mal eine wunderbare Challenge. Ja. Und die Challenge ist heute Wahrheit oder. Die machen wir mal mit dir. Okay. Okay. Dafür müssen wir uns, glaube ich, am besten wieder in dein Büro. Machen wir. Ja, dann ab ins Büro. Kannst du eigentlich scharf essen? Ja, aber ich glaube, du hast 3 Nasenlängen mir voraus. Okay.